Unsere heutige Milizarmee. Modern, mobil, schlagkräftig. Im ständigen Wandel, um sich den aktuellen Anforderungen anzupassen, bietet sie uns Schutz und Sicherheit. Bereits Mitte des 19. Jahrhunderts, zur Zeit der Gründung unseres Bundesstaates, wurde außer Dienst gestelltes militärisches Material gesammelt. Während dieses Jahres sollen wir im Zweiten Weltkrieg wurde auf Befehl von General Guisan das Büro für ein schweizerisches Kriegsmuseum eingerichtet, das bereits während des Aktivdienstes ausgemustertes Material sammelte. Heute sind die Weisungen über das Armeematerial und das Sammlungs- und Umsetzungskonzept des Bundes die Grundlage für den Sammlungsauftrag von historischem Armeematerial. Die Gesamtverantwortung für die Umsetzung dieses Auftrages hat die Zentralstelle für historisches Armeematerial, kurz ZSHAM. Seit über 150 Jahren sammelt der Bund in der einen oder anderen Form außer Dienst gestelltes Armeematerial. Und mit der ständigen Weiterentwicklung unserer Armee wird diese Sammlung auch weiterhin laufend anwachsen. Wer sich interessiert, kann die einzelnen Teilbereiche an verschiedenen Standorten in der Schweiz besuchen. In Thun und in einer Außenstelle in Burgdorf kümmert sich die Stiftung Historisches Material der Schweizer Armee um Korpsmaterial, persönliche Ausrüstung und Fahrzeuge. Von der Kopfbedeckung bis zum Panzer finden sich hier Objekte aller Art. In Dübendorf, direkt am Flugplatz, präsentiert die Stiftung Museum und historisches Material der Luftwaffe die Vergangenheit der Armeefliegerei. Zum Anfassen nah zeigt das Stiftungsteam im Flieger- und Flappmuseum Exponate aus vergangenen Zeiten. In Uster dreht sich im Sammlungszentrum der Stiftung Historisches Armeematerial Führungsunterstützung alles um die Geschichte, die Technik und den Einsatz der Kommunikation und Übermittlung in unserer Armee. Vom Kurbeltelefon bis zur hochkomplexen elektromagnetischen Chiffriermaschine eröffnet sich hier dem Besucher die ganze Welt der Verbindungen. In Thun und in einer Außenstelle in Burgdorf kümmert sich die Stiftung Historisches Material der Schweizer Armee um Korpsmaterial, Fahrzeuge und persönliche Ausrüstung. Vom genagelten Marschhuh bis zum Kampfpanzer Leopard sammeln wir das historische Material der Schweizer Armee. Wir inventarisieren und konservieren das Material. Je nach Zustand wird es auch restauriert. Zudem dokumentieren wir das Material und leihen es für Ausstellungen aus. Der interessierten Öffentlichkeit machen wir die Sammlung durch geführte Rundgänge zugänglich. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Ein Besuch lohnt sich in der beeindruckend großen Sammlung mit militärischen Kopfbedeckungen. Vom Dreispitz aus der Mitte des 18. Jahrhunderts bis zum modernen Kevlar-Schutzhelm reihen sich hunderte Kopfbedeckungen aneinander. Im Raum der Uniformen entdeckt der Besucher Exemplare aller in der Schweizer Armee seit 1848 getragenen Ordonnanzen. Jedes Objekt wird fotografiert und inventarisiert. Wenn immer möglich, werden zusätzliche Angaben in das Inventar übernommen oder separat einzeln dokumentiert. Ein ganz bestimmt besonderes Objekt aus unserer Sammlung ist die Uniform von General Guisan. Während dieses Jahres sollen wir den Krieg bald nahe, bald ferne unserer Grenze toben. Im Keller in Thun lagern nachhaltig gesichert unzählige Epauletten, Achselschlaufen, Kragenpatten und andere Insignien.
Diese zu erfassen und zu dokumentieren, ist eine Aufgabe, die das kleine Stiftungsteam nur mit Unterstützung von Freiwilligen bewältigen kann. In der separaten Lederabteilung finden sich Halfter, Sättel, Spezialanfertigungen, alles für den Soldaten auf vier Beinen. Um die Sammlung in Thun zu betreiben, braucht es Mitarbeiter mit Fachwissen und handwerklicher Fertigkeit, die sich in den stiftungseigenen Ateliers den einzelnen Objekten annehmen. Ich bearbeite hier korrodierte Metalloberflächen. Der elektrochemische Prozess wandelt Bleikorrosionsprodukte zurück in metallisches Blei. Dank dieser Technik können Objekte behandelt werden, ohne die Oberflächendetails zu verändern. Und so bleiben die über 100-jährigen Originalbleisiegel an den Musterobjekten auch in Zukunft erhalten. Thun kann nur einen Teil der Sammlung fassen. Deshalb gibt es zusätzlich eine Außenstelle in Burgdorf. Hier stehen die ganz großen Kolosse, eine eindrückliche Sammlung geballter Feuerkraft. Generationen von Panzern, vom Vickers aus der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg über die Schweizer Eigenentwicklung Panzer 61 bis hin zum Kampfpanzer Leopard 2. Die Entwicklung der Transportmittel, die ersten noch von Pferden gezogen, lässt sich gut ablesen an den hier ausgestellten Fahrzeugen. Einsteigen, den Schlüssel drehen und wegfahren könnte man mit vielen von ihnen. Doch nicht alle Gefährte sind auf den ersten Blick als Armeefahrzeuge zu erkennen. Wie etwa dieses extravagante Dienstfahrzeug eines Korpskommandanten aus den 50er Jahren. Die Palette der ausgestellten Militärfahrzeuge auf vier oder auf zwei Rädern ist groß und viele von ihnen besitzen veritablen Kultstatus. Mehr als 100 Jahre haben die ältesten Fahrzeuge in der Sammlung in Burgdorf auf dem Buckel. Es braucht Fingerspitzengefühl und Fachwissen, um sich um die in die Jahre gekommenen Sammelobjekte zu kümmern, auch bei scheinbar kleinen Handgriffen. Die Objekte der Stiftung Historisches Armeematerial in Thun und Burgdorf erzählen vom Wandel in den letzten 150 Jahren. Ein Blick in die größte Sammlung von außerdienst gestelltem Material ist eine Reise in die Vergangenheit unserer Armee und dokumentiert deren ständige Weiterentwicklung über die Jahrzehnte hinweg. Ein Besuch lohnt sich, egal ob in Dübendorf, Uster oder eben hier in Thun und Burgdorf.